Die Traustatz präsentierte sich am Faschingssamstag wieder als Narrenhochburg Kärntens. Mehr als 4000 Maskenträgerinnen und Maskenträger aus dem In- und Ausland zogen in prächtigen Kostümen durch die Straßen und begeisterten das Publikum. Der große Fasching im Kongresszentrum ist inzwischen neben der Fröhlichkeit auch ein enormer Wirtschaftsfaktor geworden. Die Hotellerie, die Gastronomie lebt davon. Und der heutige Umzug, etwas, was ganz gleich geblieben ist, egal wie das Wetter ist, die Leute, die Villacherinnen und Villacher kommen in die Innenstadt. Und das ist schon etwas Faszinierendes. Zigtausende Menschen ließen sich den großen, bunten Faschingsumzug durch die Villacher Altstadt nicht entgehen. Ihr seid ja von der jungen Garde des Villacher Faschings. Ja. Was macht ihr da? Tanzen und gehen, also marschieren und tanzen. Und macht das Spaß? Voll, ich bin jetzt das sechste Jahr dabei und habe immer wieder Freude, damit gehen die Leute einfach nett. Und meine Tanzlehrerin, die Mariana, ist auch voll nett. Villacher Fasching ist schön, es ist lustig. Einfach super. Ja. Was führt euch denn immer her? Was ist denn so spannend? Ja, einfach Gaude, lustig sein, Fasching feiern. Was führt euch eigentlich permanent zu Villacher Fasching? Ja, die Kinder vor allem das Zuckerle glauben. Auch heuer war Villach beim Faschingsumzug eine einzige Narrenbühne.